Das ist Hunter. Bei dem 10-jährigen Jagdterrier ist der Name Programm. Wegen seines ausgeprägten Jagdinstinkts sollte er im Freien nicht abgeleint werden. Seit Dezember wohnt Hunter im Tierheim Baumauinsel. Er ist ein freundlicher und liebenswerter Rüde. Unter seinen Artgenossen ist er jedoch eher ein Einzelgänger. Hunter ist kastriert und hat keine Probleme, mit dem Auto zu fahren oder mit dem Alleinsein. Geistige und körperliche Beschäftigung sind wichtig für ihn. Auch Mischlingshund Putzi sucht ein neues Zuhause. Seit Anfang Februar ist der 3-jährige Rüde im Tierheim. Er benötigt viel Aufmerksamkeit und ist daher nichts für Couch-Potatoes. Er ist kastriert und kann gut alleine sein. Putzi mag Kinder und würde sich freuen, in eine Familie zu kommen, die viel mit ihm unternimmt. Recht schüchtern kommt Dienicke daher. Der Mischlingshund lebt ebenfalls seit Anfang Februar im Tierheim Waumauinsel. Dienicke ist 5 Jahre alt und kastriert. Mit Artgenossen versteht sich die Hundedame nach anfänglicher Zurückhaltung sehr gut. Sie kann gut alleine bleiben und ist insgesamt eine sehr unkomplizierte Hündin. Ihr Gesicht ist ein wenig schief, vermutlich aufgrund eines alten Kieferbruchs. Dies bereitet Dienicke jedoch keinerlei Probleme. Sie frisst gut und braucht auch keine Spezialnahrung. Da sie recht ruhig ist und ihre Zeit braucht, um mit Fremden warm zu werden, sind Kleinkinder nicht die richtigen Spielgenossen für sie. Ansonsten kann sie in jede Familie und in jeden Haushalt. Wer Interesse hat und einem der Tiere ein neues Zuhause schenken möchte, der meldet sich im Kasseler Tierheim Waumauinsel.